Und herzlich willkommen hier bei der Hobbygolfer. Mein Name ist Sven Kortmann und heute starte ich Ende März endlich in die neue Saison mit den neuen Jeder Schlag Videos. Begleitet mich heute, ich bin auf dem British Army Golf Club in Sennelager und das ist ein 9-Loch-Platz, ein sehr kurzer 9-Loch-Platz. Nebenan gibt es noch die 18-Loch-Variante, die spiele ich die nächsten Tage auch noch für euch oder mit euch gemeinsam. Das ist ein Platz, der ist auf den 9-Loch mit 34 Schlägen geratet. Das ist also ein kurzer Platz. Wenn man zweimal die 9 Löcher spielt, kommt man auf 68 Schläge, logischerweise. Und ich habe auf jedem der 9 Löcher hier genau einen Schlag vor. Das ergibt so die Vorgabetabelle. Bedeutet für mich, ich müsste eine 43 spielen. Und deswegen, wir geben heute alles, um 43 oder besser zu spielen. Also, los geht's! So, ja, die Wetterlage ist nicht gerade so die allerbeste. Ihr hört das wahrscheinlich auch so ein bisschen hier am Wind. Ich mache mich jetzt mal noch so ein bisschen warm. Das Ganze findet jetzt hier so in den Abendstunden nach der Arbeit statt. Zum Glück, durch die Zeitumstellung, dass wir jetzt wieder in der Sommerzeit sind, ist es ja abends jetzt auch wieder länger hell. Und für 9 Loch reicht es halt dann jetzt schon, dass man das noch so spielen kann. Es ist allerdings immer so ein ganz klein wenig am Regnen. Aber gut, davon lassen wir uns jetzt heute mal nicht abhalten. Es sind ja deutsche Verhältnisse, die sind wir ja gewohnt. Ja, das erste Video mit den Jeder Schlag Videos, was ich euch ja versprochen habe, geht jetzt also wieder los. Mindestens so 15 davon möchte ich dieses Jahr in jedem Fall produzieren und euch daran teilhaben lassen. Mein Ziel dieses Jahr ist es ja von 21,6 auf 14,9 vom Handicap herunterzukommen. Und dann legen wir jetzt mal los. So, ist auf jeden Fall mal ein paar Vier zum Start. Wie gesagt, die Bahnen sind hier alle kurz. Ja, für mich ist jetzt so von der Ausrichtung her Mitte Fairway einfach versuchen, da wo hinten, wo der Herr, falls ihr den jetzt sehen könnt mit dem Regenschirm, so ist, das wäre jetzt so die gewünschte Richtung, wo ich hoffe, dass dieser Schlag mit dem Driver hingeht. Mal gucken. Warm gespielt habe ich mich leider nicht, das gab die Zeit nicht her. Aber los geht's. Ja, ich würde mal sagen, ist ein guter Start. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Ich habe mir die Tage habe ich tatsächlich mit ein paar Freunden gespielt und ja, mich nicht warm gespielt. Jetzt habe ich so eine leichte Adduktorenzerrung hier. Ich muss immer ein bisschen aufpassen beim Durchdrehen. Aber guter Start. Los geht's. So, ja, der erste Abschlag ist geglückt. Dürfte Mitte Fairway da vorne liegen. Die Bahn ist 311 Meter lang. Vom Abschlag bis zum Grün. Und ja, wenn ich das so richtig sehe, vielleicht habe ich Glück und er ist so 200 Meter lang gewesen. Wir werden das gleich sehen. Ich messe gleich die Fahne aus. Dann können wir mal rechnen. Ich habe aktuell keine Garmin-Uhr. Ich werde mir in den nächsten Tagen und Wochen aber noch eine Garmin-Uhr zulegen, damit ich dann auch bei den Videos die Schlaglängen mehr oder weniger dann auch für euch immer bei den Schlägen mit dem Shot Tracer dann auch einfügen kann, damit ihr auch immer genau seht, wie weit der Ball gegangen ist. Ich bin ja dabei, mich mit dieser Shot Tracer App erstmal überhaupt so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe mir extra so ein Mac Mini jetzt gekauft dafür hier, um das alles so ein bisschen professioneller zu machen in 2023. Und ja, dann wollen wir mal sehen. Ich habe da gesehen, man kann dann auch die Distanz da einblenden lassen. Die kann man dann auch nachträglich ändern auf die korrekte Länge, weil der schätzt da ja einfach nur irgendwas zurecht. Da steht dann allerdings immer Carry und ich möchte eigentlich natürlich euch dann da nicht die Carry-Distanz
mehr oder weniger da reinschreiben, weil das ist ja Quatsch. Ich weiß ja gar nicht, wie weit der Kerry geflogen ist vom Punkt, wo ich dann geschlagen habe. Von daher wäre das schön, wenn ich irgendwie Total aus dem Kerry machen könnte. Aber wir werden das alles im Laufe der Saison ausprobieren und ich hoffe, dass ich mit der Zeit dann für euch auch das Ganze so mache, dass euch das auch wirklich Spaß macht, das anzuschauen. Plan ist immer so, dass so ein 9-Loch-Video so zwischen 20 und 30, maximal 35 Minuten dauert. Ich will es auch nicht zu sehr ausufern lassen jetzt, aber hier natürlich bei den ersten Schlägen erzähle ich euch mal so ein bisschen was, auch auf dem Weg dann zum Ball, was mich so in den Wintermonaten begleitet hat und was da so passiert ist und was ich vorhab. Also, los geht's hier mit dem zweiten Schlag. Ich freue mich drauf. Ist jetzt auch wieder trocken, hat aufgehört zu regnen. Von daher, zumindest schon mal ein guter erster Schlag gewesen. Ja, gerade habe ich euch schon gesagt, 311 Meter waren es vom Abschlag bis zum grünen Anfang. Jetzt gucken wir gerade mal durch den Laser, 81 Meter bis zur Fahne. Also gehen wir mal so von ungefähr 70 Meter bis grünen Anfang aus. Also es waren jetzt gute 230 Meter vom Abschlag. Ich glaube, da kann man schon mal ganz gut mit leben. Ich hatte allerdings auch ein bisschen Rückenwind, wir wollen auch immer ehrlich bleiben. Der Wind drückt ein bisschen von hinten, aber trotzdem, Mitte Fairway ist alles gut. Jetzt haben wir knapp 81 Meter. Ich bin jetzt hier in so einer Distanz, wo ich gerade so ein bisschen immer Probleme mit habe allerdings. Am liebsten habe ich so, wenn ich knapp über 100 Meter bleibe, dann kann ich mit meinem Gap-Wedge oder Pitching-Wedge aufs Grün spielen. Alles darunter ist immer für mich mit so ein bisschen Risiko behaftet. Ich werde jetzt aber hier mein tatsächlich, ich habe also ein Gap-Wedge aus der Callaway Apex DCB-Serie und zudem noch messerscharf ein 50 Grad Gap-Wedge. Das andere hat 46. Das ist hier aus der McDaddy Jaws-Serie. Und das ist so eigentlich 80 Meter lang. Also wir werden jetzt mal schauen, dass wir den Ball auf dem Grün platziert bekommen. Ich habe im Winter auch sehr stark an meinem Griff gearbeitet. Ich hatte früher immer sehr stark die Nicht-Handschuhe-Hand, bei Rechtshändern ist es halt die linke, bei mir als Linkshänder die linke, immer sehr stark von unten gehabt und dadurch hat sich das Schlägerblatt halt immer sehr stark geschlossen im Treffmoment. Und da habe ich jetzt sehr stark gearbeitet. Ich nehme auch jede Woche Trainerstunden im Moment und habe halt darauf geachtet, jetzt, dass die obere Hand dann doch immer sehr stark drauf liegt, was dann halt im Abschwung und im Treffmoment verhindert, dass sich die Schlagfläche zu sehr schließt, weil die Handgelenke dann auch nicht so arbeiten können. Das gibt ein bisschen mehr Sicherheit und Stabilität. Das Grün steigt hinter der Fahne übrigens an, ist sozusagen zweistufig. So. Sehr schade. Das Einzige, was hier schön war, ich habe den Platz umgegraben. Der Greenkeeper wird sich nicht freuen. Ja, das kommt dann davon, wenn man sich nicht vernünftig warm macht vorher. Ist das ein bisschen schwierig. Aber das ist eine jeder Schlagrunde und ihr sollt hier natürlich auch zu sehen bekommen, was eben halt auch nicht funktioniert. Und ja, das gehört dazu. Und wie ihr mich kennt natürlich, ich repariere immer den Platz, ihr wisst das. Ich wünsche mir, dass das alle Spieler tun würden und Spielerinnen, weil nichts ist schlimmer, als wenn der Platz aussieht wie ein gerupftes Hühnchen. So, leider sind wir jetzt natürlich nicht so viel weiter gekommen. Ich werde jetzt versuchen, den Ball mit einer etwas flacheren Variante, mehr so Art langer, flacher Putt-Chip, hinrollen zu lassen. Ich fühle mich gerade noch nicht sicher mit den höheren Schlägen. Ist auch sehr windig. Ich werde also jetzt entsprechend einfach nur versuchen, durch eine Pendelbewegung in den Schultern, Handgelenke ruhig halten, den Ball genug Speed mitzugeben, dass er bis aufs Grün rollt. Ich hoffe, ihr konntet das sehen, dass der Ball, der ist ganz flach gewesen, war auch wieder leider kein guter Schlag. Aber ihr konntet jetzt, glaube ich, sehen, dass das dann ansteigt. Wie gesagt, zweistufig, das Grün hier. Ja, bin noch nicht so richtig in der Runde.
Vielleicht bin ich auch ein bisschen nervös. Ist meine erste Runde jetzt, die ich für euch so aufzeichne. Die Sache in der Türkei war ja eher so ein bisschen so immer alles nebenher gemacht. Trotzdem, 3 Schläge auf dem Grünen, es ist nichts verloren. Jetzt müssten wir mit 2 Putts irgendwie es schaffen, den Ball einzulochen, dann sind wir im Plan. So, jetzt ist hier natürlich etwas passiert. Die Grüns sind hier sehr schnell, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich habe hier schon einmal gespielt letztes Jahr. Der ist dann tatsächlich trotz der Welle mir hinter das Grün gelaufen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den mit einem Pitching Wedge irgendwie runterbekommen, sodass er nicht wieder ganz runterrollt. Das ist gar nicht so einfach. Wir nehmen dazu auch das 8er Eisen. Ich will gar nicht, dass der so lang ist. Ich möchte den gerne so ungefähr hier aufkommen lassen, damit er gerade so noch die Welle runter schafft. Nun ja, also jetzt, wenn ich jetzt noch das Bogey schaffe, bin ich aber schon sehr, sehr happy. Aufgrund des abschüssigen Standes greife ich den Schläger natürlich bewusst noch mal etwas kürzer. Versuche vom Oberkörper auch mit dem Hang mitzustehen. Es ist sehr windig, ich falle hier schon fast durch den Wind um. Ja, komm, komm. Ja. Huiuiui, ein eher gebrauchter Start. So, 4 Schläge sind schon durch. Ich hoffe, der Wind peitscht nicht zu sehr ins Mikrofon. Das Grün fällt. Ich werde also jetzt versuchen, oberhalb anzuspielen. Super schade, dass an dieser Stelle der Wind leider mein Kamerastativ umgeworfen hat. Und das, obwohl ich wirklich unten richtig abgespreizte Füße an diesem Stativ habe. Ja, und so müsst ihr nun leider ab sofort mit meiner Nachvertonung leben. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe mir wirklich auch viel Mühe gegeben, euch die ganzen Sachen zu erklären. Und durch das DJI-Mic, was ich so benutzt habe, hat das auch wirklich gut mit der Windgeräuschreduzierung funktioniert. Aber gut, wir kriegen es auch so hin. Beim nächsten Mal bin ich da besser vorbereitet. Ersatzteil ist schon bestellt. So, nachdem der erste Putt nun leider doch zu lang war und das Grün ist von der Position des letzten Schlages aus abfallend nach unten gewesen. Und jetzt geht es nochmal auf 80 cm zurück zum Double Bogey. Ja, das klappt dann auch. Ja, im Rücken der Bahn 2 befindet sich die Driving Range hier auf dem Platz des British Army Sendelagerclubs. Und ja, ganz macht da vorne dann auch so ein bisschen die Kurzspielmöglichkeit. Ansonsten die Bahn hat auf jeden Fall die nötige Länge, dass hier jeder normale Golfer sich komplett austoben kann. Und ja, in die andere Richtung geht es dann für mich jetzt gleich hier nach dort weiter. Ihr seht vorne, da so ein paar, so eine Baumgruppe. Wir müssen theoretisch da so drüber hinweg. Aber wir spielen jetzt hier sehr stark gegen den Wind. Ja, der Wind war an diesem Tag immer im Spiel, mal mehr, mal weniger. Jetzt in dieser Phase war wirklich sehr extrem. Kündigte schon so ein bisschen das Wetter an, dass dann gleich so ab Bahn 3 dann so auf uns zukommt. Ah, das wird wirklich richtig gruselig. Und hier ging es jetzt darum, den Ball möglichst flach unter dem Wind zu halten, darum nicht hoch aufziehen. Und ungefähr jetzt über meinen Kopf hinweg ist so die Schlagrichtung, wo der Ball ungefähr hingehen sollte. Die Fahne ist dann links in der Verlängerung zu dieser Baumgruppe, also von daher vorlegen mit 190 bis 200 Meter vom Abschlag her, um dann nachher nochmal so einen 70, 80 Meter Schlag zu haben auf das Grün, das sehr schmal ist. Aber jetzt schauen wir mal, ob mir das gelingt. Und grundsätzlich habe ich mich zu der Zeit wirklich gut gefühlt. Man sieht das ja auch am Probeschwung. Ich neige dazu, dass ich im Probeschwung das dann übertreibe mit den Handgelenken, dass ich wirklich dieses Gefühl habe, dass ich die Schlagfläche unter Kontrolle habe. Und jetzt schauen wir mal, ob das zum Erfolg geführt hat.
ja, Abschlagbahn 2 geglückt, bin zufrieden. Oh, das ist ja das Lebensgefährliche hier. Geht hier. Die sind Löcher hier, muss man aufpassen, gar nicht ungefährlich. Ja, wir sind halt noch nicht in der Saison, es ist erst Ende März. Da ist das alles noch nicht so ganz perfekt. Dieser Platz hier ist trotzdem, ich finde, das ist ein interessanter Platz, ist halt so ein bisschen wie ein Linkskurs angelegt. Sind halt im Prinzip nur so ein paar Bäume zur Abtrennung dazwischen, die aber nicht, wie sagt man da, wo eben halt nicht irgendwie ein Rough dazwischen ist oder irgendwie sowas hier. Die meisten Bahnen sind einfach miteinander verbunden. Und ja, gibt einem natürlich auch so ein bisschen Unterstützung. Ich meine, der Platz ist auch kurz und ja auch nicht ohne Grund auf 68 Schläge auf 18 Bahnen runtergeratet, also 34 für 9. Und ja, gar nicht so einfach. Also ich habe jetzt im Winter sehr viel Zeit investiert, der eine oder andere von euch jetzt mitgekriegt haben, um meine Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erhöhen. Das ist mir auch massiv gelungen. Bestimmt. Ja, ja, 40, 50 Meter gewonnen. Ich hoffe, ihr hört mich. Kann sein, dass ich das noch später nachvertonen muss. Mal gucken. Ist immer schwer einzuschätzen. Und ja, habe vorher so zwischen 86, 88, 89 mit dem Driver Schlägerkopfgeschwindigkeit gehabt. Und entsprechend so 180 bis 200 Meter mit Roll. Und jetzt liege ich halt irgendwo um der 100, mal knapp drüber, knapp drunter. Und ja, das bringt dann halt irgendwo 30, 40, 50 Meter. Und das hat sich natürlich auch in die langen Eisen übertragen und ins Hybrid. Ich habe mir jetzt noch ein Holz 3, das Paradigm Triple Diamond, finden lassen im Golfhaus. Ganz tolle Geschichte vom Axel Ritzau, AK50 Nationalspieler aus Bayern. Der war dort vor Ort und hat mit mir das Fitting gemacht. Das war natürlich sensationell. Axel, falls du das siehst, danke nochmal dafür. War ein ganz toller Tag, hat viel Spaß gemacht mit dir dort. Und ja. Da hoffe ich, dass ich das nächste Woche bekomme. Dann habe ich auch noch mal so eine Alternative für den Driver, falls der mal nicht so läuft. Ich habe es mir mehr eigentlich für von Tee geholt, das Holz 3. Aber gut, wenn es dann vom Fairway funktioniert, nehme ich es natürlich auch. Ich werde das bei den nächsten Trainerstunden natürlich auch mal mit dem Pro dann eintrainieren. So, wir sind angekommen am Ball. Die Ballposition nach dem Abschlag war ideal. War wirklich sehr zufrieden mit dem Punkt, wo der Ball dann gelandet ist. Sind so 70, 80 Meter noch bis zum Grün gewesen von der Stelle aus. Die Grüns grundsätzlich auf diesem Platz sind alle sehr, sehr klein und schmal. Das ist, wie gesagt, der Platz ist kurz, aber dadurch, dass die Grüns so klein sind, gibt das dem Platz wieder eine gewisse Schwierigkeitsstufe, beziehungsweise ist es halt deutlich schwieriger, einen 3x5 Meter großes Grün zu treffen, als auf üblichen Golfplätzen eins, wo die Grüns 10, 15 Meter breit und tief sind. Ne? So, jetzt sind wir hier bei den Schlagvorbereitungen. Es ist, wenn ich es richtig gesehen hatte, war es, glaube ich, das Gap Wedge aus der Eisenserie. Und Ziel ist jetzt auch mit einem ja, nahezu vollen Schwung, ein bisschen lockerer das Ganze, den Ball auf dem Grün zu platzieren. Das war einfach ein sehr schöner Ballkontakt. Ball gut getroffen, Länge hat gestimmt, der Ball liegt 1,5 Meter vor dem Flaggenstock. Von daher, ja, das tat dann gut. An diesem Loch im Prinzip es besser zu machen als an der 1, wo ich in einer ähnlichen Lage gestanden bin. Aber ich habe eben halt nicht zu dem Gap Wedge aus der McDaddy-Serie gegriffen, sondern zu dem Wedge aus der normalen Eisenserie. Da ist einfach die Sohle unten ein bisschen fehlerverzeihender. Wenn ich manchmal etwas zu steil in den Ball komme, habe ich dann trotzdem die Chance, noch einen besseren Ballkontakt herzustellen. Und so ist es jetzt hier auch gewesen. Die Schläge, die ich mit den richtigen Wedges gemacht habe, die haben auf der Runde, es waren 2 oder 3, da hat keiner von funktioniert. Aber die mit dem jetzt, die funktionieren dann halt einfach. Und ja,
Die gestreckten Hände sind es, die dann am Ende nachher den guten Ballkontakt ausmachen. Macht das hier auch gerade nochmal vor, dass ich die Arme halt eben möglichst lang lasse und die Handgelenke halt sehr spät entwinkle, um so eben nicht den Schläger zu früh zu lang zu machen, sodass ich dann halt zu früh einen Bodenkontakt habe und dann die Bälle fett treffe. Ist halt unheimlich schwierig, ne? Dieses Early Release im Prinzip sich abzutrainieren ist. Ja, aber trotzdem, wir bleiben da dran. So, und hier kann man jetzt schön sehen, das Ergebnis ist durchaus sehr zufriedenstellend. Aus 70, 80 Meter den Ball dann so auf, ich sag mal, unmittelbare 20 Meter vor den Flaggenstock zu legen, das ist für mich dann natürlich immer ein super Ergebnis. Und da bin ich dann auch immer total zufrieden. Also ich meine, alles andere wäre ja auch total vermessen. Man, ihr seht, wie der Flaggenstock da im Wind sich bewegt. Das ist echt schwer. Teilweise hat der Wind sogar wirklich in den Putterkopf gefühlt reingegriffen, also dass man beim Schläger wegnehmen sogar richtig gemerkt hat, wie der Wind dann da an diesen Kopf dran gegangen ist. Das macht es halt nicht leichter. Wie gesagt, und klar, ein professioneller Golfer, der trainiert solche Sachen natürlich auch anders und hat ein anderes Verständnis natürlich auch dafür, ein anderes Gefühl. Aber für mich dann schon echt eine harte Herausforderung in irgendeiner Form. Aber sei es drum, wie gesagt, ich bin immer sehr zufrieden, wenn die Bälle dann so wie jetzt in so einer Situation dann aufs Grün kommen. Wie gesagt, die Grüns sind sehr, sehr klein hier auf diesem neuen Lochkurs in Bad Lippspringe in Sennelager. Und von daher ist es umso schöner, wenn man es dann noch trifft. Und jetzt hier so ein 2-Meter-Putt, ja, der muss nicht fallen. Und man sieht auch hier, der rollt noch ganz schön nach. Also die Grüns, wie gesagt, haben zum Teil echt einen guten Speed gehabt. Die waren echt zum Teil gut schnell. Ich sag mal, jetzt sind es wahrscheinlich rückwärts. Der Rückputt ist jetzt vielleicht nochmal so 40, 50 Zentimeter lang. Und ja, das ist jetzt der vierte Schlag. Also im Prinzip ist es war eben die Birdie-Chance. Und jetzt kommt dann die Par-Chance. Und ja, im Hintergrund sieht man. Zwischendurch war sogar echt teilweise so ein bisschen, das hatte man das Gefühl, als ob die Sonne sich durchsetzen würde. Es war auch gar nicht so kalt an dem Tag. Aber leider kommt das gleich alles ganz anders. So, aber auch hier das erste Paar des Tages ist gelungen. Nach der 6 eben dann jetzt hier das Paar, die 4. Und ja, das ist natürlich auf jeden Fall schön, dann jetzt nach der doch etwas verkorksten ersten Bahn dann hier jetzt so die zweite zu spielen. Das erste Paar ist nun geglückt auf der zweiten Bahn. Das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht und auch ja ein Stück weit beruhigt nach dem missglückten Start mit dem Double Bogey. So, haben wir jetzt als nächstes die Bahn 3, das ist auch wieder ein Paar 4. Angegeben auf dem Schild auf dem Platz ist es von Weiß mit 359 Metern. In der Realität auf der Scorecard ist es mit 337 Meter von Gelb abgegeben. Es geht wirklich einfach nur schnurgerade aus. Das Grün hat auf der rechten Seite einen kleinen Bunker. Aber wie gesagt, bei 350 Meter müssen wir uns über diesen Bunker am Anfang nicht unterhalten. Hier geht es wirklich darum, den Drive möglichst mittig geradeaus schön ins Fairway reinzuspielen und ja, dann danach mit einem mittleren Eisen dann gegebenenfalls noch irgendwie 100, 120 Meter zu haben und dann ganz sicher auf das Grün drauf zu spielen. Und ja, natürlich, der Driver ist bei so einer Bahn immer das Nummer 1 Mittel. Und so nehme ich natürlich logischerweise dann hier auch den Driver, um jetzt dann die maximale Länge zu erreichen. Es hat sich jetzt schon wieder angefangen zu beziehen und ihr könnt das auch links so ein bisschen an meinem Trolley sehen. Ich habe die Regenplane da immer drüber, die weht da schon fröhlich vor sich hin. Es war also schon der Wind frischte deutlich auf und das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber auf der linken Seite praktisch kam eine richtig dunkle Wolkenwand rein. Ah ja, aber gut, jetzt erstmal der Drive. Des Tages, der war wirklich super. Der war einen leichten Draw sogar gespielt, also alles wunderbar. Bin ich richtig happy mit gewesen. Er hat bestimmt seine 220, 230 gehabt und lag auch dann perfekt Mitte Fairway. Ja, besser kann ich es halt einfach auch nicht. Aber ich denke, das ist für meine Handicap-Klasse auch, denke ich, wirklich sehr, 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 sehr brauchbar.
bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Also kann ich nicht anders sagen dafür, dass das jetzt hier für mich so eine Runde aus dem Auto nach der Arbeit, die 18 Uhr Nummer, so mal eben schon auf den Golfplatz springen. Ich glaube, das kennt ihr alle, wenn ihr berufstätig seid und Golf aus Leidenschaft spielt. Da bin ich nach Hause gefahren, sondern wird auf den Golfplatz gefahren, um dort ja ein bisschen aus dem Tag rauszukommen. Und deswegen bin ich auch so glücklich, dass wir jetzt letzte Woche am Wochenende dann die Uhren umgestellt haben und dass es jetzt doch schon wieder bis 8 möglich ist, 7:45 auf dem Platz zu sein und zu spielen, wenn es jetzt gerade total dunkel ist und alles verhangen ist mit den Wolken. Aber das geht schon. Und hier diese neue Loch. Ich gehe davon aus, so bis 8:30 habe ich die fertig. Und ja, schön, ist gut gelungen. Liegt Mitte Fairway, ich sehe da schon, wir laufen darauf zu. Ich werde euch gleich natürlich auch sagen, wie lang der gewesen ist. Und ja, lasst mir gerne mal in den Kommentaren da, würde ich mich super freuen. Ich bin immer für Kritik sehr offen. Also wie gesagt, ich mache das jetzt diese Saison das erste Mal mehr oder weniger dann wirklich so ganz vollumfänglich und mit auch entsprechendem technischen Equipment. Und wenn euch da was nicht gefällt, weil ich mache das ja klar natürlich in erster Linie für mich selbst, weil ich da Lust zu habe. Aber ich habe natürlich auch Lust dazu und Bock darauf, dass euch das auch Spaß macht, weil klar, als YouTuber, man lebt ja, wenn man das da sowas macht, immer davon, dass ihr, die euch das anschaut, danke dafür übrigens, ganz besonders, ich freue mich sehr über jeden einzelnen von euch. Und das ist immer schön, für mich ist die größte Belohnung, wenn ihr mir ein Gefällt mir da lasst und einen Kommentar und den Kanal auch abonniert gerne. Denn je mehr ihr kommentiert und je mehr ihr Gefällt mir klickt, umso größer ist die Reichweite vom Kanal. Und natürlich, mein großes Ziel ist es mal, 1000 Abonnenten zu haben. Das ist ja so dieser ultimative Milestone bei YouTube. Im Moment sind wir bei 159. Da ist noch Luft. Also helft mir, abonniert mich. Und wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, Sven, das kannst du besser machen, das würde mir noch gefallen, versucht doch mal dies und das. Ich schaue, ob ich das umsetzen kann. Und wenn ich etwas besser machen kann, dann tue ich das gerne. Weil, wie nicht nur beim Golfsport, sondern generell im Leben, ich möchte immer alles so gut machen, wie es mir möglich ist. Und es soll euch auch so viel Spaß machen, wie irgend möglich. Und ja, ihr merkt schon, ich quatsche heute ganz schön viel. Ich hoffe, das ist okay für euch. Das ist die erste Runde. So, ja, jetzt sehen wir hier das Ergebnis. Von links, wie gesagt, kommt jetzt das schlechte Wetter immer schneller und immer näher. Also ist nicht schön, aber wie gesagt, der Schlag war richtig toll. Irgendwie 2,10, 2,20 ungefähr, also richtig guter Abschlag gewesen. Habe jetzt noch irgendwie 140, 150 Meter bis zur Fahne, also 140, 145 Meter bis Grünanfang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie gesagt, ich muss das alles so ein bisschen jetzt abschätzen, weil ich habe die Werte natürlich nicht notiert, weil ich davon ausging, dass ich euch das ja alles live erzähle. Habe ich auch, aber eben leider könnt ihr es nicht hören. Also erzähle ich es euch jetzt, so gut ich dann halt kann. Und ja, Sinn und Ziel wäre jetzt hier gewesen, halt mit dem langen Eisen, 5er Eisen glaube ich, den Ball in den ins Grün Anfang hineinzuspielen, gegebenenfalls ihn drauflaufen zu lassen. Möglichst natürlich den Bunker auf der rechten Seite oder linken Seite aus dem Spiel nehmen. Also einfach mit einem kontrollierten Schwung möglichst neutral an den Ball zu kommen und den Ball dann halt einfach geradeaus zu transportieren. Wie gesagt, es wurde jetzt immer windiger. Ihr seht das an meinem Trolley dort auch, dass mittlerweile da wirklich richtige extreme Windböen da jetzt dann auftrat und es begann jetzt auch zu regnen. Ihr könnt das in der Kamera, glaube ich, auch ganz gut schon sehen, dass die ersten Regentropfen jetzt schon dann runterkamen. Ja, das Spiel wurde halt jetzt immer schwieriger. Und das war ein super schöner Treffer, leicht rechts allerdings. Ich habe ein bisschen befürchtet, dass der mir in den Bunker reingefallen ist. Und ja, habe jetzt erstmal dann natürlich schnell begonnen, mich für das ja, schlechte Wetter jetzt zu rüsten, für den immer stärker werdenden Wind und den Regen. Und ja, dann, da hilft dann schon dieser zweistufige Regenschirm definitiv, dass da so ein bisschen die Luft durch entweichen kann, dass da nicht ganz so viel Druck reinkommt. Aber dennoch, es ist unheimlich windig gewesen. Es war echt, echt hart. So, das hat jetzt dann doch noch ganz gut funktioniert hier, das Ganze. Am Bunker vorbei. Und jetzt müssen wir dann mal schauen, ob das jetzt hier so ein bisschen hinten sind. Ja,
gefühlt war jetzt Windstärke 12. Ich lasse euch jetzt auch mal so ein bisschen damit alleine. Also die nächsten ein, zwei Minuten. Steht. Mir ist die Halterung vom Mikrofon gerade war so windig und da ist die Mikrofonhalterung abgebrochen. Die müssen wir erst eine neue kaufen. Ich vermute, ab jetzt wird alles nachvollzogen stattfinden. So, ihr seht schon, ich habe Jacke an. Ich spreche jetzt ein bisschen lauter. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wie gesagt, Mikrofon hat gerade den Geist aufgegeben. Mir ist das bei dem Windstoß, ist das Handy umgefallen. Ich nutze ja das iPhone 14 Pro Max. Weil die Kamera toll ist und ich das einfach so als mobile Lösung gut finde. Ja, leider ist mir dabei die Halterung von meinem DJI Mic, ist mir der Lightning-Stecker abgebrochen. Ich hoffe mal, der steckt nicht im Handy, weil da muss ich noch zum Apple Store irgendwann die Tage. Weil ich kann das Handy dann so nicht mehr aufladen, höchstens über induktiv, das geht halt auch, kein Problem. Aber ja, muss ich mir natürlich ein Ersatzteil bestellen. Deswegen, ich vermute mal, ich werde ab jetzt dann nur noch Nachvertun sprechen. Wir ziehen aber die neuen Loch hier eiskalt durch, egal wie das Wetter ist. Dünn getroffen. Schade. So, den Ball habe ich dann irgendwie so 25, 30 Meter zu kurz gelassen. Hier wird hier das Gepatch 46 Grad. Jetzt hat das. Ja, Ziel wäre es, den Hinterhang aufkommen zu lassen. Ja,
Dieser Schlag hier ist mir wirklich gut gelungen, bin ich total happy. Das ist genau das, was ich mit meinem Trainer, mit meinem Pro jetzt die letzten Tage geübt habe. Genau diese Schläge. Super, ist das Paar geworden, bin zufrieden. Vier Bahnen sind durch. Erste Bahn Doppelbogie, danach dreimal Paar. Jetzt kommt auf Bahn 5 das erste Paar 3, 166 Meter lang. Ich nehme dafür meine Eisen 5, weil der Wind kommt von hinten. So, 51 Meter sind sie, habe das Grün wirklich komplett verfehlt. Absolut ein schlimmer Schlag. Entscheidend ist, dass man solche Schläge dann, ja, würde man sagen, eben halt nicht zu hoch hängt. Das passiert halt, ich bin ja kein Vollprofi. Da muss man dann halt einfach mit leben und schauen, dass man mit dem zweiten dann so gerade wie möglich jetzt dann nur noch die Chance aufs Bogi. Auf ein paar drei tut ein Doppelbogi natürlich ja gefühlt 10-mal weh, aber muss man einfach nehmen und schlucken. Abschlag im Regen. Ich habe mir wirklich so ziemlich das Wetter ausgesucht, was geht. Schade, es sah vorhin noch so gut aus. Ja Leute, ihr seht, es regnet, es regnet, es regnet. Aber das Schöne am Golfsport ist ja, wenn man aus Begeisterung und Leidenschaft das macht. Weil ich habe es beim Fußballspielen, ich habe früher Fußball gespielt. Typische Karriere, erst Fußball, dann Golf. Ich bin ja erst mit 47 Jahren angefangen, Golf zu spielen. Leider viel zu spät. Wenn ich das gewusst hätte, wie viel Spaß das macht, hätte ich zu meinen Eltern gesagt, lass das mal schon von Kindesbeinen an machen. Aber als ich vor, ja, ich bin jetzt 53, als ich irgendwie vor 46, 47 Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen als kleines Kind, war Golf unbezahlbar. Wie Tennis. Nichts für normale Leute. Ich komme aus einer normalen Familie. Unbezahlbar. Aber heute ist das zum Glück anders. Und ja, es ist einfach eine Riesenleidenschaft.
Man hat da riesen Spaß dran und ja, was soll's, das bisschen Regen. Egal, solange es nicht stürmt und blitzt und donnert, bleibe ich immer am Ball. So, 62 Meter bis zur Fahne. Ihr seht, der Bunker ist dazwischen. Das ist für mich so die ziemlich größte Horrorvorstellung. Ich übe das mit meinem Trainer die letzten Wochen ausgiebig. Und er hat zu mir immer gesagt, sein Gap-Wedge oder Pitching-Wedge wird dein bester Freund bei solchen Schlägen. Und ich glaube meinem Trainer. Und deswegen wird das jetzt auch ein guter Schlag. Hoffentlich. Der war jetzt etwas fett, allerdings trotzdem, er ist auf dem Grün. Also für mich kann es nicht besser laufen. Ich bin da total stolz auf mich selbst. Darf man das sein beim Golf? Ja, ich glaube schon. Weil ich habe wirklich vor diesen Schlägen Angst. Das ist für mich so eine richtige Wow. Und deswegen investiere ich halt viel Zeit in Training mit meinem Pro. Und wenn dann das dabei rauskommt, das ist schon so viel besser, als das noch in der Türkei war, bin ich total zufrieden. Da bin ich richtig glücklich, muss ich sagen. Ja, das entschädigt dann wieder für den Regen. Ne? Kennt ihr auch. Es tut dann am Ende weh. Drei Patz. Schlimm. Er war links und ist links geblieben, trotzdem guter Ballkontakt. Er hätte einen kleinen Tucken mehr gebraucht, aber das war grundsätzlich genau so gewollt. Er sollte in den Hang aufkommen, aber er sollte natürlich nicht nach oben springen und fallen, sondern er sollte dann noch nach vorne laufen. Schade. Das wäre das Paar noch gewesen, aber es fehlt wirklich nur so ein Müh.
Vogellampe. Ganz gut, da. Da vorne auf der rechten Seite. Müssen wir durch, passiert. Ja, perfektes 7er Eisen, der war jetzt richtig gut getroffen. Ziel war auch nur, über die Bäume drüber zu kommen, nachdem ich ja jetzt wirklich völlig schwachsinnig da auch das Hybrid genommen habe. Der Ball lag direkt in so einer, ja, in so einem Anstieg drin, das war total bekloppt. Da hätte ich auch nur Eisen 7 nehmen sollen und den einfach nur zurückspielen. Ja, daran muss ich wohl noch arbeiten, dass ich sowas verstehe, wie man das besser macht. Ja, biete ich euch jetzt hier auf Bahn 8 dann doch auch noch mal einen Bunkerschlag an. War eigentlich nicht das Ziel. Schlag war super gelungen, bin ich total glücklich. Bunker habe ich aber auch keine große Angst vor, das funktioniert ganz gut. Schlimm waren halt die ersten beiden Schläge. Der dritte dann mit dem Eisen 7 zurück und dann das Eisen 9 in den Bunker, schade. Es ist ein Par 5 hier, das ist auch das einzige Par 5 des ganzen neuen Lochplatzes. Nun gut, ich habe schon 5 Schläge jetzt und ich habe immer noch einen vor, der muss rein. Ja, Doppelbogi, 7 nach dem Start, alles noch okay. Das letzte Par 3 hier, das hat es jetzt noch mal in sich. Das sind noch mal knapp von hier hinten gesteckt, 180 Meter bis zur Fahne. Die ist auch noch gut geschützt durch einen kleinen Bunker. Ich nehme das Eisen 4. Wenn ich das richtig treffe, dann sollte ich bis ans Grün davor kommen, sodass ich mit dem zweiten dann locker hinschütten kann. Das Hybrid kann ich nicht nehmen, das ist zu lang, wenn ich es richtig treffe, ist das 200 Meter lang oder noch länger. Kommt die. Von daher bleibt mir nichts anderes als das Eisen 4 zu nehmen. Leichte Kurve drauf, keine Ahnung, also wenn man jetzt mit mir positiv das Ganze sehen will, dann war es ein kleiner Draw. Dann war aber die Ausrichtung falsch. Ja, wenn man es nicht gut mit mir meint, würde man sagen, es könnte auch ein leichter Hook gewesen sein. Sei es drum. Wenn er nicht im Bunker ist, liegt er gut und wenn er im Bunker ist, dann ist es so, mache ich mich nicht in die Hose. So, jetzt komme ich hier zum Grün gelaufen. Ich ziehe euch das mal auf. Ja, der war gut. Der ist dann von der Länge pin high
würde ich sagen. Er schaukelt jetzt ganz schön für euch, glaube ich. Ja, guter Schlag. Liegt nahezu pinhigh. Das waren, wie gesagt, fast 180 Meter mit dem Eisen 4. Ich glaube, damit kann ich gut leben. Der muss jetzt nur schön drauf gechippt werden und dann ist das, ja, für mich und meine Verhältnisse ein brauchbarer Schlag gewesen. So, das hat gut funktioniert. Ziel war es, den Ball da vorne reinzuspielen und das ist auch genauso gekommen. Von daher legt jetzt gut, paar Chance. So ihr Lieben, das ist jetzt noch mal ein paar gewesen hier zum Schluss. Dann rechnen wir gerade mal flott aus. 10, 14, 18, 23, 28, 32, 39, 42. Ja, ich wollte eine 43 spielen. Es ist am Ende eine 42 geworden. Das heißt, ich bin einen Schlag besser als mein Handicap. Es war jetzt keine berauschende Runde. Muss mich aber auch selber mal so für mich selbst in Schutz nehmen, so ein bisschen ein Stück weit. Wir hatten zum Teil aber auch grauselige Bedingungen und es tut mir auch leid, mir ist das Mikrofon ja kaputt gegangen. Vorhin beim Sturm, es waren wirklich zum Teil widrigste Bedingungen vorhin. Trotzdem durchgezogen für mich und für euch, damit ihr Spaß habt so ein bisschen. Auf der Bahn 8 habe ich es mir ein bisschen kaputt gemacht, anstatt da einfach locker runter zu spielen. Dann mit dem Hybrid da dieses Karneval da zu spielen war falsch, aber egal. 42 Schläge, das ist eine gute Basis jetzt mal für den Start. Das war jetzt die erste jetzt. Runde dieser Art hier in der Schlagvideos. Wir schauen jetzt mal, wie das dann zukünftig wird. Bleibt auf jeden Fall dran und erwartet das Schöne, das noch kommt. Ich freue mich auf ganz viele tolle Sachen. Bayern, unter Umständen Polen, vielleicht sogar eine Fernreise. Lasst euch überraschen. So ihr Lieben, jetzt sitze ich in meinem Auto und das Fazit, ja, das machen wir jetzt mal hier. Wie gesagt, Mikrofon leider mit der Lightning-Stecker abgebrochen, weil es waren Bedingungen, ihr wart ja live dabei, die waren zum Teil echt grenzwertig. Bei einer, ja, unter normalen Bedingungen hätte man das wahrscheinlich in seinem Heimatclub abgebrochen, aber da das hier ja auch eine Greenfee-Runde war. Wobei ich sagen muss, es ist günstig. Also ich hatte aus dem Albrecht Golfführer, den werden die meisten von euch kennen, da sind immer Gutscheine drin und sie gewähren hier, wenn man alleine den zwei für einen Gutschein nutzt, dann gewähren sie 30% Rabatt. So habe ich statt 23 Euro 15 Euro bezahlt. Und ich finde 9 Loch für 15 Euro, hey, das ist mindestens fair. Wenn es so eine Kleinigkeit hier zu bemängeln gibt, das ist aber schon sehr lange so. Die haben hier große Probleme, hier einen Pächter für die Gastronomie zu finden. Das heißt, die Gastronomie hier in dem British Army Golf Club im Sendelager Bad Lippspringe bei Paderborn ist halt geschlossen. Es ist schwierig. Wohl hier jemand zu finden. Ich habe mich da mit der Dame im Clubhaus drüber unterhalten mal. Und ja, ist ein bisschen problematisch. Das ist natürlich sehr schade hier. Ansonsten der Kurzplatz, ja, typischer Linksplatz. Wenn es so wie heute sehr windig ist, dann greift halt der Winter schon ganz schön rein zwischendurch. Gerade bei den Par 3s, wenn die dann nicht so lang sind und die Bälle hoch in die Luft gehen, dann ist da schon ganz schön Druck vom Wind drin. Ist keine Entschuldigung, ein guter Golfer oder jemand, der das richtig gut kann, der spielt mit dem Wind. Für mich ist dann so, der Wind spielt manchmal mit mir. Ich denke, das kennen einige von euch. Ihr könnt das gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie das euch so geht, wenn es stark windig ist. Für mich hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte mir vorgenommen, 43 zu spielen oder mindestens 43 oder besser. Es ist dann am Ende nach dem etwas verkorksten Start und der 8 trotzdem eine 42 geworden. Das ist nicht das, wo ich wirklich hin will im Laufe der Saison. Ich habe ja jetzt Handicap 21,6. Möchte aber gerne auf 14,9, wenn es 15,9 werden, ist das auch schön, aber 14,9 ist halt mal das gesetzte Ziel. Dafür nehme ich nun auch regelmäßig Trainerstunden und ja, ich habe schon das Gefühl, das wirkt. Ich hatte gestern noch eine Trainerstunde, wo es dann auch wirklich ja, echt mir schwer gefallen ist. Es ging genau um diese 30 Meter Bälle, die über einen Bunker müssen. Wir hatten die Situation ja vorhin auch 2-3 Mal und die haben zumeist gut geklappt. Also das Training mit dem Pro, mit Stefan, falls du das hier siehst,
das funktioniert. Ich bin halt tatsächlich nur zu ungeduldig, aber trotzdem, das hat viel Spaß gemacht heute, das dann auch auszuprobieren. Ich habe mich dann auch getraut, das wirklich zu machen, was er mir gestern gesagt hat. Das ist ja dann immer schwierig, wenn man etwas neu lernt. Das dann in so einer Runde, gerade wo ich das natürlich auch für euch dann ja doch einigermaßen golferisch aussehen lassen möchte. Das soll ja nicht aussehen, als hätte ich noch nie einen Golfschläger in der Hand gehabt. Obwohl manchmal ist das wahrscheinlich so. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, war es so, glaube ich, eine ganz schöne Runde. Es waren ganz schöne Schläge dabei. Die Platzbedingungen sind natürlich auch Ende März noch jenseits von gut und böse. Wobei ich Glück hatte, die Balllagen waren größtenteils echt okay. Aber natürlich, wenn er dann in so einer Kuhle liegt und das so ein bisschen so, ja, so vermoost ist, ist es manchmal auch schwer, den Ballkontakt richtig herzustellen. Gerade wenn der Rhythmus da nicht stimmt, ist es für mich dann doppelt schwer. Aber nichtsdestotrotz, ich sage sehr oft nichtsdestotrotz, ne? Muss ich mir abgewöhnen. Auf jeden Fall ist es so, dass dann ganz häufig natürlich dann die Ballkontakte nicht sauber sind und ja, dann ist das Ergebnis auch nicht schön. Und wie gesagt, die Unsicherheit hilft dann nicht wirklich mit. Trotzdem, ich habe mich dem bewusst gestellt. Dann bin ich auch glücklich mit. Das Ergebnis ist mit 42 Schlägen für mich okay. Es ist, wäre etwas besser als mein Handicap. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es wären schöne Bedingungen, es wären die Fairways richtig schön gewesen. Und die Grüns waren schnell, waren viel, viel schneller, als ich es noch in Erinnerung hatte. Das hat mir am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Nachher hinten raus ging es. Da habe ich dann von der Dosierung doch deutlich rausgenommen. Und sie waren ja auch ein paar Mal, ihr habt es ja auch gesehen, doch ein bisschen zu kurz. Da fehlten dann immer so 5 cm. Also ich hatte so 3, 4 Putts, die nicht gefallen sind, die, ja, wo es dann immer so hier die Nummer war. Das ist nicht so schlimm. Das gehört halt dazu. Im Golf ist der Ball nur im Loch, wenn er im Loch ist. Wenn er nicht drin ist, zu lang oder zu kurz, hast du es nicht richtig gemacht. Muss man einfach so akzeptieren. Ist auch in Ordnung. Also, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es das trotz der Bedingungen, weil ich darf das hoffentlich so sagen, Golf ist einfach geil und es macht einfach Hölle Spaß. Mit diesem kleinen, bei mir ist es immer ein gelber Ball, bei vielen von euch wahrscheinlich ein weißer Ball. Aber wenn man den schön auf dem Fairway hält und auch wenn die Abschläge schön sind. Ich hatte ja ein paar 230er heute dabei. Das ist dann für die Bedingungen für mich auch schon sehr schön gewesen. Und das auch noch mit meiner Leiste, wo ich mich nicht getraut habe durchzudrehen. Sonst ist da natürlich noch mehr drin. Aber nichtsdestotrotz, das ist alles schön. Und wenn das so in der Saison mit den Trainerstunden sich dann weiter fortsetzt, dann bin ich guter Dinge, dass ich mein Ziel erreiche. Weil ich bin so ein Typ von der Motivation her, wenn ich mir ein Ziel setze, dann gebe ich auch alles dafür, das zu erreichen. Also drückt mir die Daumen, bleibt dabei, abonniert den Kanal, gebt mir ein Gefällt mir, wenn es euch Spaß gemacht hat und kommentiert gerne. Ich erwähne das deswegen, weil kommentieren, gefällt mir und abonnieren mir hilft, dass dieser Kanal wächst. Und wenn der Kanal wächst, kommen eventuell noch der ein oder andere Linkshänder oder natürlich ihr Rechtshänder seid natürlich auch alle herzlich willkommen, euch mein linkshändiges Spiel anzuschauen. Aber so kommt vielleicht noch der ein oder andere Linkshänder oder die Linkshänderin. Damen sind natürlich auch immer herzlich willkommen. Jeder, der einen Golfschläger oder jede, die einen Golfschläger in die Hand nimmt und das, so wie ich, linkshändig betreibt, ist hier herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden von euch, der sich das anschaut und Spaß daran hat, wie ich Golf spiele. Also in diesem Sinne, schönes Spiel.